So, Herr Waltl, wer wird denn Europameister? Er hat mittlerweile sehr, sehr viele Sympathien für Polen und für die Ukraine gesammelt in den letzten Tagen. Bei den beiden Mannschaften geht es eigentlich darum, wurscht wie es ausgeht, wir müssen nur einmal während der Euro die Russen schlagen. Deswegen mein Geheimtipp: Ukraine. Und das Duo Zwischenberger-Waltl, für wen haltet das? Kann man das sagen? Gibt es da irgendwie sentimentale Favoriten? Naja, die sentimentalen Favoriten, die liegen schon irgendwo im Süden von Europa, auch ein bisschen durch die Tätigkeit für die UEFA natürlich bleibt uns nichts anderes übrig, auch ein bisschen für die Insel zu halten, aber ich bleibe dabei viel, viel Sympathie für den Fußball im Osten, vor allem auch für diese unglaubliche, ja, Fußballbegeisterung, die da entstanden ist. Es ist unglaublich, was sich dort abgespielt hat, absolut nicht zu vergleichen jetzt mit der Geschichte 2008 in Österreich. Tolle Länder und vielleicht geht da ja auch fußballerisch was. Mir würde es freuen. Gibt es außer euch beiden noch einen Österreich-Bezug zur EM, den du kennst? jetzt schnell gefragt, nicht dass ich wüsste, also jetzt mit unserem Projekt, wo wir das Jahr 2008 in Österreich gestartet haben. Was mich wundert im positiven Sinne, dass vor allem in Polen, aber auch in der Ukraine der österreichische Fußball gar nicht so unbekannt ist. Und kleines Bonmot am Rande: unsere Trainees bei unserem Projekt durften ein GRK-Spiel kommentieren, war unglaublich schön auf Ukrainisch. Alex Tschech oder Herbert Rautzer oder irgendeinen anderen GRK-Spieler zu wenden. Die kennen sogar den GRK. Man staune, man höre. Naja, jetzt, nachdem ihr dort wart, Ja, so zumindest. ist es. Ja, wer ist dein Lieblingskommentator? Naja, es gibt natürlich viele so Anväter auch aus der Steiermark, Robert Seger, auch der Sigi Bergmann, mit dem er auch ein bisschen eine Freundschaft verbindet. Ich durfte ihn auch einmal fragen, bitte lieber Sigi Bergmann, bei einem Kaffee, ich hätte gern einmal noch von dir. Er pratzelt einmal, er pratzelt zweimal, er pratzelt dreimal. Das sind für mich so Erinnerungen aus tiefster Fernsehvergangenheit. Dann sind es natürlich die Fingers Junior und Senior und Nonanette, mein alter Ego oder mein, ja, wie soll ich sagen, privater bzw. beruflicher Papa, wie ich ihn gern bezeichne. Das ist natürlich der Zwischi. Nonanette, der Einstoller und der Südsteirer, das passt schon gut zusammen. Jetzt vielleicht noch ein Beispiel, wie kommentiert man denn für Blinde? Also vielleicht kannst du mir zuerst quasi den Satz sagen, wie man den an und für sich kommentieren würde und dann, wie man ihn vielleicht, ich weiß nicht, ausschmückt oder wie man genauer auf die Geschichte eingeht. Kannst du das aus dem Stegreif oder ist das zu viel? Na, wie gesagt, wenn wir jetzt da sitzen würden, dann wäre es jetzt zum Beispiel mit dir ein klassisches Interview. Ja, Wolfgang Kühnert, was sagen Sie zum Spiel, der 70. Minute, dieser Riesenfehler? Was ist da passiert? Wenn es jetzt aber ein Blindenkommentar wäre, muss ich natürlich sagen, ich sitze in einem wunderschönen Raum aus dem 15. Jahrhundert mit weißer Decke, ein bisschen von der Stuckdecke ist noch zu sehen. Wir schauen raus auf den Färberplatz, ein bisschen grün schon, ein leichtes, zartes Frühlingsgrün auf den Bäumen. Hier hinten ist es ein bisschen düster, weil wir auch das Licht ausgeschaltet haben. Wunderschöner Eichenboden, dann ein Schreibtisch da hinten, der nicht ganz zusammengeräumt ist, mit einem Drucker, mit einem Laptop. Und mir gegenüber Wolfgang Kühnert mit Jeans und mit einem wahrscheinlich bei Kick gekauften Hallo, Trainingsanzug. hallo, hallo. Niemals. Ja gut, danke fürs Gespräch und viel Spaß bei der Euro und viel Spaß noch bei der Ausbildung der jungen Damen und Herren. Und danke, dass du vorbeigekommen bist. Danke, gerne, alles Gute, blog5.at.